Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Meine Sonderfolge. Ich habe partout keine Ahnung, was ich als nächstes größeres Projektchen in Anführungszeichen in Angriff nehmen soll. Und da habe ich gedacht, ich frage jetzt einfach mal euch. Ihr habt jetzt also die neue Möglichkeit und bisher einmalige, mir zu sagen, was ich bitte als nächstes an größeren Projekten drehen soll. Ich habe noch ein bisschen Material übrig für den kommenden Upload-Termin. Also nicht den, den ihr gerade seht, sondern den nächsten natürlich. Und demzufolge hätte ich jetzt Lust, neben dem ganzen Kram, den ich jetzt halt noch übrig habe, noch ein ja, größeres Projektchen zu starten, das ein bisschen zeitaufwendiger ist als das Zeug, was ich sonst so mache. Und zwar steht zur Auswahl. Ich fange mal an, euch was zum Wolf zu erzählen. Das ist ja eine sehr kontroverse Geschichte mit dem Wolf. Hab gerade gelesen, aktuell haben wir 300 Altwölfe wieder in Deutschland. Das ist eine Riesenzahl eigentlich, wenn man bedenkt, dass wir hier vom Wolf reden. Das ist also so ein Tier, da freut man sich schon über 20 Exemplare und ist glücklich und zufrieden, dass man eben diese 20 hat. Ich habe mich schon, als ich sehr jung war, mit dem Wolf intensiv auseinandergesetzt und wollte eine Zeit lang auch Zoologe werden. Weil ich diesen Wolf so faszinierend fand und habe da bei der Recherche herausgefunden, dass wir in Europa, mal abgesehen von Polen und noch weiter in Richtung Russland, quasi keine Wolfsbestände hatten. Es gab in den Alpen wohl irgendwie so ganz wenige Tiere, die irgendwie nachgewiesen waren. Und einen winzigen Bestand in Skandinavien von, ich glaube, 30 Tieren in ein paar Rudeln, die da irgendwie so ein bisschen verzweigt gewohnt haben. Das ist alles extrem viel besser geworden inzwischen und halt eben selbst wir in Deutschland eigentlich einem relativ miserablen Wolfsrevier, einfach wegen der Siedlungsdichte. Nicht, weil der Wolf hier nicht hergehört, natürlich gesehen, und weil er in unseren Wäldern nichts zu fressen finden würde. Das tut er sehr wohl und zwar ganz hervorragend. Aber ja, es ist größtenteils eine politische Diskussion, ob man es sich einfach leisten möchte, den Wolf, der Geld kostet, hier in Deutschland jetzt größerflächig auch wieder anzusiedeln, als das bisher der Fall ist. Auf seinen Truppenübungsplätzen, wo er mittlerweile ja wirklich so richtig viel wohnt und wo man auch eine gewisse Chance hat, tatsächlich auch sogar mal einem Wolf zu begegnen. Ja, da hat man natürlich wirklich eine Wolfsdichte, wo das echt ein Thema ist. Gerade bei uns im Schwarzwald ist jetzt vor ein paar Tagen der erste tote Wolf gefunden worden, überfahren, nicht erschossen. Es gibt immer so einen gewissen Dunkelziffer, ob nicht schon vorher mal einer da gewesen wäre und irgendein Jäger sich gedacht hat, oh Gott, was ist das, ein Wolf, oh, der muss weg und irgendwo verscharrt. Und das ist, ich will da niemandem was Böses unterstellen, aber das gibt es definitiv. Also da hoffe ich, dass die liebe Jägerschaft mir nicht übel nimmt, dass ich sage, dass es sowas gibt. Ne? Es gibt den guten Jäger und es gibt den bösen Jäger. Es gibt den guten Förster und den schlechten Förster und das gibt es ja überall. Ich denke, da können wir uns darauf einigen. Ja, der Wolf. Also, das wäre die erste Sache. Ich würde dann einfach mal ein ausführliches, erstmal so im ersten Teil ein bisschen auf die Hintergründe eingehen, jetzt zur politischen Diskussion vorneweg und dann erstmal so ein bisschen erklären, was ist jetzt die naturwissenschaftliche Hintergründe, inwiefern findet der hier überhaupt genug zu fressen und was gibt es da jetzt für Studien bisher, die mal ausnahmsweise nicht von Greenpeace oder NABU oder sonst was gemacht wurden, wobei man sagen muss, dass die schon sehr viel in die Richtung machen und auch viele selbsternannte Wolfsexperten haben. Der Saki hat ja zum Wolf auch schon sein neutral Video da gemacht, obwohl er den im Prinzip cool findet und ein Wolfsfreund ist, aber so ein bisschen zwiegespalten bezüglich dessen, wenn der im Wald rumrennt und der Saki auch im Wald rumrennt, was soll der Saki dann tun? Finde ich interessanten Ansatz und hat ja auch da jede Menge Feedback zu bekommen, weil irgendwie jeder zweite Abonnent vom Saki ein Wolfsexperte ist. Dazu muss ich gleich mal von vornherein sagen, ich mag ja Natur und Wald und Ähnliches studiert haben, aber Wolfsexperte in dem Sinne bin ich jetzt nicht, außer dass ich ein paar Bücher dazu gelesen habe. Ich habe jetzt aber keine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten oder Ähnliches zum Wolf geschrieben. Aber ich muss mich da so weit vom Saki distanzieren, dass ich die Wolfsgegner, Wolfsexperten, das sind größtenteils Leute, die nicht Wald gelernt haben und Ökologie gelernt haben und Biologie gelernt haben.
Größtenteils sind das irgendwelche Autodidakten, die sich vielleicht viel mit der Natur auseinandergesetzt haben, aber die haben das im klassischen Sinne nicht gelernt. Und als Mensch, der das Ganze studiert hat und als Wissenschaftler, muss ich da leider der Meinung sein, dafür könnt ihr mich gerne hassen, dass ich jemanden, der Biologie studiert hat und Biologe ist oder Förster ist oder Berufsjäger, der das richtig gelernt hat und so weiter und so fort und dann möglicherweise gegen den Wolf ist, so jemand hat bei mir ein Stimmrecht. Auf solche Leute höre ich. Irgendjemand, der nur im weitesten Sinne das Ganze wirklich gelernt hat und dann sagt, der Wolf muss weg, und das ist bei manchen, vielen Wolfsgegnern tatsächlich auch der Fall, die sich dann auch als Wolfexperte ansehen, so jemanden nehme ich nicht für voll. Ganz ehrlich, nee. Weil das ist ein so kontroverses Thema und eine so komplexe Geschichte, ein Tier in ein Ökosystem wieder einzuführen, dass es reingehört, aber das mittlerweile so sehr vom Mensch dominiert ist und es sich eben um ein Tier handelt, das groß genug wäre, um theoretisch dem Menschen auch was zu tun. Und praktisch dazu auch durchaus die Möglichkeit besteht, dann, wenn entsprechende Wolfsdichten da sind. Gut, ich wollte jetzt hier nicht ganze Zeit vom Wolf schon anfangen zu erzählen, sondern das ja dann in einem möglichen Wolf-Video tun, nur damit ihr ungefähr so wisst, was euch erwartet. Gut, zweite Alternative. Wie findet man den idealen Lagerplatz im Wald? Das soll ich schon ganz lange mal machen. Da würde ich dann mal schauen auf so kleinräumige waldmeteorologische Gesichtspunkte eingehen und ein bisschen Bodenkunde einführen, um wirklich mal in einem ausführlichen, bestimmt Dreiteiler oder was das dann wird, mit viel Aufwand, weil ich da zu 17 Plätzen latschen muss, um zu sagen, hier ist es nicht optimal, weil... ja, also 17 Plätze, hoffentlich nicht wirklich, das hoffe ich sehr. Das wäre jetzt also das zweite Projekt, das ist jetzt mehr sowas im Outdoor-Survival-Bereich und weniger Waldwissen, weil ich einfach mal die Idee hatte, das könnte man doch eigentlich ganz cool machen, wenn man so Dinge weiß, wie wo fließt das Wasser lang und unter welchen Umständen ist der Boden denn besonders aufnahmefähig für Wasser und man kriegt nicht so schnell nasse Füße oder einen nassen Boden. Wo haben wir von den Waldstrukturen her einen möglichst guten Windschutz und wo ist es am wärmsten, Anführungszeichen, was muss man noch großklimatisch beachten oder schlafe ich jetzt in der Mitte vom Hang, oben am Hang oder unten am Hang, beziehungsweise was ist zu beachten, wenn der Hang sehr groß oder nur ganz klein ist, ist es ein Südhang, ein Nordhang, Hangexposition, relativ simpel ist die Geschichte, wenn man sich in irgendeiner total flachen Wald befindet, beispielsweise um Hannover rum, wo ich als Kind dann gelegentlich mal das Vergnügen hatte, herumzuschleichen. Und ja, da ist irgendwie grundsätzlich alles völlig flach und nicht, dass das nicht gut wäre für den Förster und so weiter. Und das ist auch irgendwo schön, aber geländemorphologisch etwas langweilig. Wer aus der Region kommt und dann noch lebt, tut mir leid. So, drittes Themenvorschlägelchen wäre, ich erläutere aus wissenschaftlicher Sicht, ganz wichtig, ich versuche das wirklich wissenschaftlich neutral durchzuziehen, ohne meine eigene Meinung zu nennen, sondern ich stelle euch die Sichtweise auf die Jagd vom ökologischen Jagdverband auf der einen Seite und dem traditionellen deutschen Jagdverband auf der anderen Seite dar. Ganz kurz zusammenfassend, es gibt da diese provokative Bezeichnung, der deutsche Jagdverband würde Wild vor Wald betreiben und im krassesten Fall sei der Wald nur eine Kulisse für die Jagd und die Jagd wäre wichtiger als Holz und so weiter und so fort. Die Jagd ist das Nonplusultra und extrem wichtig. Mitglieder von dem Ding sind so die traditionellen Jäger, wie man sie sich vorstellt, mit grünem Filzhut, Dackel und dem Gewehr über der Schulter, die dann auch meistens relativ gemütlich im Wald unterwegs sind, mit einem dicken, fetten Auto zum Hochsitz fahren, da dann hochkraxeln und da dann den ganzen Abend hocken und sich wahnsinnig aufregen, wenn irgendwelche Mountainbiker vorbeifahren und das Wild verscheuchen. Ganz klischeehaft, absichtlich. So. Der andere Jagdverband, der ökologische Jagdverband, der hat so die Devise Wald vor Wild. Und ebenfalls klischeehaft und plakativ gehen die raus in den Wald, jagen nach Möglichkeit nur mit Jagdarten, die möglichst hohe Beutezahlen entsprechen, also weniger die Ansitzjagd, das klassische, ich hocke auf dem Hochsitz und gucke, was so vorbeiläuft und schaue mir alle Tiere genau an und wähle dann eins aus, was ich möglicherweise entnehmen möchte. Die machen das anders. Die machen sogenannte Bewegungsjagden. Das heißt, jemand, ein Haufen Treiber geht durch den Wald, scheucht sozusagen das Wild auf,
Scheuchen ist das falsche Wort. Das ist eine langsame Geschichte. Das heißt, das Wild entfernt sich langsam von denen, weil die gehen auch langsam. Das Wild ist nicht hochflüchtend. Das wäre eine Treibjagd, das gibt's nicht mehr. Es ist eine Drückjagd. Und das heißt, das Wild bewegt sich in Richtung dessen, wo jede Menge Schützen auf jede Menge Drückjagd böcken. Wenn ihr mal relativ niedrige Hochsitze findet, also quasi die sind gar nicht hoch, sondern direkt am Boden, das sind Drückjagdböcke in der Regel. Und davon findet ihr meistens auch relativ viele auf einem Haufen, weil die sich dann an zum Beispiel einem speziellen Hang befinden, an den halt das Wild rangedrückt wird. Und wenn das Wild dann da ankommt, zu relativ großer Zahl aus dem Gebüsch kommend, dann geht das Feuerwerk los. Das ist eine sehr umstrittene Jagdtechnik, wenn man diese Seite hier ist. Auf dieser Seite ist diese Jagdtechnik sehr beliebt, weil es gibt enorm hohe Stückzahlen und es wird mehr oder weniger alles niedergebügelt, was da so aus dem Wald kommt. Das ist gut aus ökologischer Sicht, also aus Sicht der ökologischen Jäger. Aus ökologischer Sicht darf ich nicht sagen, weil es ist ja die Frage, ob die recht haben oder ob die hier vielleicht recht haben, die das schon viel länger tun. Aber die hier sagen im Prinzip, es gibt viel zu viel Wild und wir müssen alles niederbügeln. Auch plakativ bezeichnet, betrachtet. Und das ist natürlich was, wo man jetzt als Naturschützer sind die einem nicht so sympathisch, insbesondere dann, beziehungsweise als Tierliebhaber, wenn die sich dann auch noch als ökologische Jäger und grüne Jäger und die naturverbundeneren Jäger bezeichnen und dann alles niederbügeln wollen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und wenn es auf den Bäumen ist, wird es runtergeballert. Beide Positionen habe ich jetzt möglichst übertrieben dargestellt. Also es sind quasi beide böse aus Sicht des jeweils anderen. Und die Wahrheit liegt selbstverständlich irgendwo ein bisschen in der Mitte, wobei man die Wahrheit auch gar nicht so rausfiltern kann. Wie gesagt, ich versuche das möglichst wissenschaftlich neutral darzustellen. Es gibt ein paar Sachen, die sind aus wissenschaftlicher Sicht Fakt und gehen in Richtung diese hier. Also die meisten Wildwissenschaftler in Anführungszeichen sind die Seite. Es gibt ein paar, die gibt es auch, die diese Seite hier sind, beziehungsweise manche befinden sich auch wirklich hier so ein bisschen in der Mitte, gehen selber gerne traditionell jagen, aber mit ein bisschen ökologischerer Ausrichtung. Also so schwanken so ein bisschen hin und her. Und das ist auch bei den meisten Jägern natürlich auch der Fall, die da so in Deutschland jagen gehen. Die machen so ein bisschen beides. Allein schon, weil die Jungjäger jetzt, die meisten, die dann auch noch zusätzlich eine forstliche Ausbildung genossen haben, so ein bisschen in die Richtung hier fast gehen müssen, weil man vom wissenschaftlichen Standpunkt aus halt eben, gerade wenn man jetzt Förster ist und bei dem automatisch die Sinne mehr nach Wald statt nach Wild stehen, dann wird man so ein bisschen in diese Richtung gedrückt. Inwieweit das gut ist, will ich jetzt gar nicht sagen. Aber das ist nun mal leider es ist ein Fakt, ohne Wertung, dass das hier wissenschaftlich gesehen gerade ein bisschen populärer ist als das hier. Das kann jetzt falsch sein oder richtig. Es gibt noch nicht genug Daten, dass man es wirklich beweisen könnte. Das kann man nicht sagen. Demzufolge ist es so eine Betrachtung von beiden Seiten. Die haben jeweils so ihre Vor- und Nachteile und das hätte ich dann vor, in einem entsprechenden Video zu bearbeiten, sofern ihr das dann haben wollt. Gut, und jetzt seid ihr dran und dürft mir sagen, was ich als diese Woche behandeln soll, welches Thema. Also sucht euch was aus, was die meisten Kommentare bekommt, beziehungsweise ein Kommentar, wo drin steht, mach Wolf oder mach Jäger oder mach hier Lagerplatzsuche im Wald. Das mache ich entsprechend. Bei Unentschieden, da muss ich würfeln oder so, keine Ahnung. Gut, dieses Video war jetzt mal was ganz anderes. Wenn ich mal wieder das nächste Mal überhaupt nicht weiß, was ich machen soll, dann frage ich wieder euch. Und so habt ihr jetzt quasi schon mal das Intro zu den jeweiligen Themenbereichen weg. Gut, dann macht's gut.